Heute geht es um die gruseligsten Dinge, die im Zusammenhang mit TikTok passiert sind. Und auch nach diesem Video werdet ihr sagen, die Welt ist am Arsch. Freunde, ganz, ganz kurze Unterbrechung, bevor wir loslegen. Schaut euch nach diesem Video unbedingt mein letztes Video an. Ich wurde zum Release von The Quarry auf ein Live-Event eingeladen. What? Und dachte, cool, sowas habe ich noch nie besucht. Aber Freunde, die haben mich in eine Falle gelockt. Die haben so ein Event veranstaltet und haben uns voll erschrocken. Das war so crazy, deswegen, es lohnt sich. Schaut euch das Video an. Ich habe euch das Video verlinkt, gönnt es euch. Es ist wirklich Gold geworden. Die Geschichte von Anna Aboulaben. Ali Aboulaben war mal eine bekannte TikTok-Persönlichkeit. Er hatte über 1 Million Follower und war bekannt für seine Videos von Popkultur-Nachahmungen. Alright, so what do you call yourself, tough guy, huh? Antonio Montana. In einigen seiner Videos war auch seine Frau Anna zu sehen. Das Pärchen schien in dem Video sehr verliebt zu sein. Sie hatten eine Beziehung, die viele ihrer Follower bewunderten. Anna hatte ebenfalls einen eigenen TikTok-Account, auf dem sie ebenfalls viele Videos postete. Das Pärchen tanzte oft zusammen und verarschten sich gern gegenseitig. Sie lebten in einem Penthouse in Kalifornien und schienen das schönste Leben zu haben. Zumindest schien das so. Annas Leben in Kalifornien war um einiges anders als an ihrem Geburtsort. Sie wurde 1993 in Japan geboren und zog erst lange später in die USA. Anna galt als eine sehr liebevolle, mitfühlende Person. Sie war immer loyal und sehr freundlich, aber trotzdem begannen dann sehr schwere Probleme in ihrer Beziehung. Ali wurde immer besitzergreifender gegenüber seiner Frau und wurde sogar gewalttätig. Er sah Anna als schönen Besitz an, den er nicht verlieren wollte, und unternahm die größten Anstrengungen, um die Kontrolle über sie zu haben. Das Paar hat sich Mühe gegeben, die Probleme, die sie hatten, ja nicht an die Öffentlichkeit zu tragen. Sie taten so, als wären sie immer noch dasselbe glückliche Paar. Doch Annas enge Freunde haben mitbekommen, was vor sich ging, und machten sich Sorgen um sie. Ali war sehr aggressiv und dominant. Er lästerte viel über Menschen und hatte auch keine Probleme damit, mit seinem Erfolg und seinem Vermögen zu prahlen. Er schien auch so, dass er die Freunde von seiner Frau gar nicht mochte, ja, und es hasste, wenn sie Zeit mit ihnen verbrachte. Je mehr soziale Kontakte Anna hatte, desto wütender wurde er. Alis Verhalten wurde immer beängstigender. Er fand, dass seine Frau viel zu viel Party machte und hasste es, dass sie ohne ihn an gesellschaftlichen Anlässen teilnahm. Sein Verhalten änderte sich so stark, dass er sogar seine Familie nicht mehr in seiner Nähe haben wollte. Zu all dem kam auch noch ein starker Drogenkonsum, welcher an seinen Fans schon bald nicht unbemerkt vorbeiging. Denn während er ein Live-Video aufnahm, hatte er getrunken und schließlich eine Tüte mit Drogen herausgeholt. Seine Fans dachten, das sei nur ein Sketch gewesen, doch nach kurzer Zeit hat man gecheckt, dass er wirklich Drogen zu sich genommen hatte. Am nächsten Tag gab Ali eine schwache Entschuldigung ab. Er behauptete, er habe zum ersten Mal Drogen konsumiert und gecheckt, wie gefährlich das ist. Also hat versucht, irgendwie gut zu reden, dass man das ja nicht machen soll, aber es geht noch weiter. Er begann, seltsame Aussagen zu veröffentlichen, in welchen er sagte, dass er es nicht mag, wenn seine Frau mit anderen Männern zusammen ist und dass er sich dabei unwohl fühlt. Im September 2021 war es dann soweit. Anna ging zur Polizei, denn ihr Ehemann hatte sie gestoßen und sie hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Sie war mit ihrer Ehe fertig und wollte eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken. Am 18. Oktober forderte sie ihren Ehemann auf, die Wohnung zu verlassen, die beide mit ihrer Tochter teilten. Alis Verhalten wurde immer schlimmer. Er trank immer mehr und postete sogar Videos, in denen er Alkohol trank, während er mit dem Auto fuhr. Ali versuchte, Anna zu erreichen. Ihre Familie flehte ihn an, ihr etwas Raum zu geben. Aber er ließ sich nicht zur Vernunft bringen, denn er würde sie niemals alleine lassen. Eines Tages, als Anna nicht zu Hause war, schlich er sich in das Apartment. Er nahm daraufhin das iPad seiner Tochter und installierte so etwas wie eine Überwachungs-App, welche ihm ermöglichte, Anna zu beobachten. Dadurch wusste er stets, was sich im Apartment gerade abspielt. Und um seinen Emotionen freien Lauf zu lassen, verwüstete Ali die Wohnung seiner Frau und machte sich erst dann aus dem Staub. Als er dann später Anna durch die App belauschte, hörte Ali eine männliche Stimme, die von ihrem Lachen begleitet wurde. Er war so wütend, dass er nicht mehr klar denken konnte und automatisch annahm, dass Anna ihn betrogen hatte. Der Mann, der bei Anna war, war der 29 Jahre alte Rayburn Barron, welcher nur ein Freund von Anna war. Mit blindem Zorn fuhr Ali daraufhin zum Apartment und schoss mit einer Pistole 3-mal auf Rayburn. Anschließend tötete er auch Anna, indem er ihr in den Kopf schoss. Nach diesem grausamen Doppelmord fuhr er zu seiner Tochter in die Schule und erzählte seinem irritierten Kind, dass er Mama verletzt hat. Er gestand die Tat seiner eigenen Mutter am Telefon, während er mit seiner Tochter wegfuhr. Kurze Zeit später wurde er verhaftet. Er hat sich des Doppelmordes schuldig gemacht und trotz der drückenden Beweise behauptete er, sei unschuldig. Isabella Guzman wurde 1995 in den USA geboren. Sie wurde von ihrer Familie sehr vernachlässigt und zu deren Glauben gezwungen. Ihre Eltern waren Zeugen Jehovas. Bevor ich euch erkläre, was mit Isabella geschehen ist, schauen wir uns kurz die Erklärungen der Behörden an, um die Psyche von Isabella zu verstehen.
Ermittler der Polizei beschäftigten sich intensiv mit der Kindheit von Isabella. Durch die Aussage von ihr selbst sowie den Vater Robert bestätigte sich ein düsteres Bild. Sie hat niemals gelächelt, gespielt oder Zeit mit ihren Eltern verbringen wollen. Schuld an ihrem Verhalten sollen laut Isabella ihre Eltern tragen. Aus der Sicht ihres Vaters hingegen war das Hauptproblem nicht das Verhalten der Eltern, sondern ihre Armut. Ihre Eltern arbeiteten beide als Künstler, hatten gemeinsam ein Studio und verdienten so gut wie kein Geld. Isabella entwickelte einen tiefsitzenden Hass auf ihre Familie, da sie nie in der Lage waren, ihr Dinge zu geben, die andere Kinder hatten. Dazu gehörten auch die fehlenden Familienfeste oder Geburtstage. Denn Zeugen Jehovas feiern keine Geburtstage, Weihnachten oder andere Feste. Robert und seine Frau Yunmi hofften, dass Isabella einfach normal aufwächst und ihre finanzielle Situation irgendwann verstehen und ihnen vergeben würde. Aber je mehr Zeit vergang, desto mehr Hass baute sich auf. Ja, und als Isabella 7 war, trennten sich ihre Eltern. Die Trennung belastete die Tochter zusätzlich. Sie blieb zuerst bei der Mutter, aber die Streitereien zwischen beiden wurde so schlimm, dass Yunmi Isabella an Robert übergab. Auch bei ihrem Vater hörten die Streitereien nicht auf und Robert übergab einige Jahre später seine Tochter wieder zurück an Yunmi, da ihr Verhalten beim Vater auch nicht besser wurde. Und je älter Isabella wurde, desto mehr lehnte sie sich gegen ihre Eltern auf. Robert und Yunmi teilten schließlich wieder ihr Kunststudio, einige Jahre nachdem sie sich getrennt hatten, denn allein konnten sich die beiden kein Studio für ihre Arbeit leisten. Beide nahmen ihre Tochter oft mit, wenn sie später arbeiteten, obwohl sie lieber alleine sein wollte. Sie hasste es, ihnen bei der Arbeit zuzusehen, von denen sich die Familie sowieso nichts leisten konnte. Isabella wurde schließlich ein Teenager und dann kam der Moment, der ihrer Psyche den Rest gab. Ihre Mutter brachte ihren neuen Freund mit nach Hause. Isabella sah diesen als einen gescheiterten Ersatz für ihren Vater und fing an, ihrer Mutter zu drohen, um ihn loszuwerden. Laut Kriminalpsychologen nahm die Mutter diese Drohung nie ernst, aber trotzdem waren Yunmi und ihr neuer Freund verängstigt genug, um ihr Schlafzimmer zu versperren, wenn Isabella in der Nähe war. Im August 2013 kam es dann zu einer Eskalation. Isabella schrie und spuckte ihre Mutter an. An diesem Tag rief der Freund die Polizei und meldete ihnen häusliche Gewalt durch Isabella gegenüber ihrer Mutter. Die Polizei erreichte das Haus und sprach mit Isabella und ihrer Mutter und dem neuen Freund. Die Polizei erkannte den tiefen Hass in Isabella und fragten Yunmi, ob sie Isabella über Nacht aufs Revier mitnehmen sollen. Doch Yunmi beschützte ihre Tochter, trotz ihres Streitens. Doch am nächsten Tag geschah schließlich das Grauen. In der Früh wartete Isabella darauf, dass ihre Mutter ins Badezimmer ging. Dort überfiel sie mit einem langen Küchenmesser. Yunmis Freund Ryan hörte die blutigen Schreie seiner Freundin und lief zu ihnen ins Bad. Isabella hatte die Tür abgesperrt. Er konnte nur mit ansehen, wie Yunmins Blut am Boden durch die Badezimmertür floss. Sie stach 79 Mal auf ihre Mutter ein. Isabella öffnete die Tür, kam mit dem Messer in der Hand aus dem Bad und starrte Ryan direkt in die Augen. Sie griff ihm aber nicht an, sondern lief einfach an ihm vorbei und ging aus dem Haus. Die Polizei erreichte dieses dann nach wenigen Minuten und konnte nur noch den Tod von Yunmi feststellen. Alle 79 Stiche trafen ihren Kopf und Nacken. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach Isabella. Sie wurde fast einen Kilometer entfernt von Anwohnern in einem Parkhaus entdeckt und wurde schließlich verhaftet. Sie würde vor Gericht laut den Medien des Mordes ersten Grades angeklagt werden. Und da sie bereits 18 Jahre alt war, konnte sie als Erwachsene vor Gericht gestellt werden. Die Menschen forderten die härteste Strafe für eine Person, die ihre eigene Mutter auf solch eine grausame Art und Weise getötet hatte. Als es schließlich zum Prozess kam, schnitt Isabella immer wieder Grimassen in die Kameras. Die Leute sahen ihre Psychopathie in den Augen. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung waren sich einig, dass Isabella eine schwere psychotische Reaktion hatte, als sie ihre Mutter tötete. Isabellas Verteidigung plädierte auf unschuldig, aufgrund der Unzurechnungsfähigkeit, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt des Mordes geistig instabil war und nicht zwischen Recht und Unrecht unterscheiden konnte. Das Gericht stimmte zu und sie wurde in eine psychiatrische Klinik geschickt. Das ist aber nicht das Ende der Geschichte, es wird noch verrückter. Und was hat das jetzt mit TikTok zu tun? Dazu kommen wir jetzt. 2021, also 8 Jahre nachdem der Fall als abgeschlossen galt, wurde Isabella eine Berühmtheit auf TikTok. Die Leute haben ihr Gesicht auf das von Ava Max gesetzt, zum Lied Sweet But Psycho. Also man ist süß und sieht gut aus, aber ein totaler Psychopath. Der Song selbst war schon kontrovers genug und Ava Max wurde dafür kritisiert, dass ihr Lied psychische Krankheiten verherrlichte und hübsche Gesichter ermutigte, ihre Probleme unbehandelt zu lassen. Isabella bekam dadurch viele Fans und es wurden weitere Videos mit ihrem Gesicht zu verschiedenen Videos veröffentlicht. Dabei wurde vollkommen ausgeblendet, dass ihr Fame darauf beruht, ihre Mutter mit 79 Stichen getötet zu haben. Leute, was soll ich dazu sagen? Ich will nicht mal dieses, die Welt ist am Arsch, ich will es gar nicht sagen. Aber wie Social Media aus einer Mörderin einfach so einen Star macht. Wie man einfach dadurch vergisst, was sie eigentlich gemacht hat. Am Arsch.
Die Eltern des Mädchens in dieser Geschichte waren wohlhabend und lebten in einem überdurchschnittlich großen Haus in einer friedlichen Nachbarschaft. Das Mädchen in dieser Geschichte, dessen Name leider nicht genannt wurde, und ihre jüngere Schwester gingen auf eine Privatschule. Wir nennen sie jetzt einfach mal Julia, okay? Ihre Eltern hatten einige Ersparnisse. Als es dann zur Rezession kam, verlor ihr Vater durch die schlechte Wirtschaftslage seinen Job und alleine konnten die Eltern die finanzielle Situation auf Dauer nicht stemmen. Die Familie hatte zwar Rücklagen, aber die Rechnungen zahlen sich nicht von allein. Allein schon die Privatschule der Töchter war teuer. Der Vater hat zwar nach einem neuen Job gesucht, aber nichts gefunden. Und aus der Not hatten sie eine Idee, denn die hatten in ihrem Haus einen Keller mit einer Küche und mit einem Bad und haben sich gedacht, yo, lass doch einfach vermieten, wir haben hier so viel Platz. Wir vermieten diesen Keller. Die Mieter waren meist Studenten, die sich keine große Wohnung leisten konnten. Sie blieben bis Ende ihres Semesters und gingen dann wieder. Es kam nie zu Problemen, jeder hatte seine Privatsphäre und dadurch konnte sich die Familie auch das Haus weiterhin leisten. Nachdem aber nach einiger Zeit immer noch kein neuer Mieter zu finden war und sich die finanzielle Situation wieder verschlechterte, vermieteten sie den Keller an die nächstbeste Person. Einen Typen namens Robbie. Julia hatte zum ersten Mal ein negatives Gefühl. Er war mittleren Alters, Single und starrte Julia immer komisch an, sodass sie sich sehr unwohl fühlte. Sie erzählte ihren Eltern, dass sie Angst vor diesem Typen hatte, aber die haben sich nichts dabei gedacht und waren auf das Geld angewiesen. Ihre Eltern erließen zumindest einige Regeln für Robbie. Die Miete war am 1. des Monats fällig und es war ihm nicht erlaubt, ohne die Erlaubnis der Eltern die Treppe nach oben zu kommen. Ebenfalls war laute Musik untersagt. Robbie hatte kein Problem mit den Regeln, immerhin hatte er einen guten Deal. Abgesehen von der Miete hatte er für nichts anderes zu bezahlen. Für einige Zeit schien es auch keine Probleme zu geben. Robbie schien ruhig und für sich selbst zu bleiben und zahlte die Miete pünktlich. Aber dann wurde alles ziemlich seltsam. Wenn Julia von der Schule kam, kam auch er oft zeitgleich von der Arbeit. Wenn sie am Schneeschaufeln war, arbeitete er immer irgendwas an seinem Auto und hatte sie im Blick. Jedes Mal, wenn sie sich begegneten, sah er sie mit einem seltsamen, fast hungrigen Blick an. An einem Freitag gingen ihre Eltern zu einem Besuch und Julia hatte das ganze Haus für sich und diesen seltsamen Typen, der im Keller wohnt. Es war nur wenige Wochen vor Weihnachten an diesem Freitag. Sie sah sich Kevin allein zu Hause im Wohnzimmer an und das einzige Licht kam vom Weihnachtsbaum. Nachdem der Film zu Ende war, wollte sie auf TikTok live gehen. Sie hatte nicht viele Follower, die meisten waren Freunde von der Schule. Als sie dann live ging, schauten ca. 10 ihrer Freunde zu. Sie erzählte, was sie so während den Ferien gemacht hat und wollte von ihren Freunden wissen, was die so machen. Sie scrollte durch die Kommentare und einer von diesen war richtig creepy. Einer ihrer Freundinnen schrieb, wer ist dieser Typ hinter dir? Julia drehte sich um, konnte aber niemanden sehen. Sie fragte, wer dieser Typ gewesen sein soll und ob andere ihn auch gesehen haben. Und zu ihrem Entsetzen kommentierten viele mit Ja. Er war kurz hinter der Couch zu sehen, schrieb einer ihrer Freunde. Sie dachte zuerst, das sei ein Prank gewesen, aber dann hat einer der Freundinnen angerufen und gesagt, yo, irgendjemand ist in deinem Haus. Die Freundin, die sie angerufen hat, würde niemals Scherze mit sowas machen. Sie klang auch richtig panisch und das machte Julia natürlich noch mehr Angst. Sie hat sofort das Licht im Wohnzimmer angemacht und hat ihre Freundin gefragt, ob das eventuell ihr eigener Schatten war. Sie verneinte es. Sie sah ihn deutlich. Er hatte einen Bart und eine seltsame Brille. So eine, wie man sie in den 70ern getragen hat. Julia stockte der Atem. Sie hatte das Aussehen von Robbie beschrieben. Angespannt sah sie sich in der Küche nach einer Waffe um. Sie hatte keine Messer, die scharf oder groß genug waren, jemanden ernst Schaden zuzufügen. Sie sah aber den Werkzeugkasten ihres Vaters in der Küche, welchen er für den tropfenden Wasserhahn in der Früh nutzte. Sie fand dort zumindest einen Hammer und hat sich diesen gekrallt und ist dann mit diesem so durch das Haus gelaufen, voller Angst. Sie war sich nicht sicher, ob Robbie bemerkte, dass er erwischt wurde. Sie hat auch erstmal geguckt, ob er vielleicht was geklaut hat und wollte die Polizei nicht rufen ohne Beweise. Julia war sich nicht sicher, ob Robbie in den Keller gegangen ist oder sich in einem der anderen Zimmer versteckte. Deswegen ging sie langsam die Treppen rauf in das Schlafzimmer der Eltern und wollte dabei keine Lichter anmachen. Als sie angekommen war, schaute sie unter dem Bett und im Schrank nach, aber fand nichts. Danach checkte sie ihr eigenes Zimmer ab und dort war er auch nicht. Dann ging sie aber noch in das Zimmer ihrer kleinen Schwestern, die ebenfalls mit den Eltern auf diesem Besuch waren, und dort bemerkte sie eine Beule unter der Decke auf einem der Betten. Sie dachte erst, es wären wahrscheinlich Stofftiere und war auch dabei, wieder den Raum zu verlassen, aber dann überkam sie ein wirklich seltsames Gefühl. Sie schaute nochmal zurück zum Bett und hatte eine schreckliche Vorahnung. Langsam ging sie fokussiert auf das Bett zu und riss mit einem Ruck die Decke weg. Sie schrie ihre Lunge raus, als sie Angesicht zu Angesicht vor Robbie stand, der liegend im Bett ihrer Schwester war. Sie schrie ihn an und nannte ihn einen Freak, er soll sich aus dem Haus verpissen und schlug ihn mit dem Hammer so fest sie konnte. Sie landete aber nur ein paar Treffer, bevor er aus dem Bett sprang und sie am Handgelenk packte. Er war viel stärker, als er aussah. Er drückte sie zu Boden und legte seine Hand auf ihren Mund. Er sagte zu ihr, du hast mich nicht gesehen. Du hast einen Horrorfilm geschaut und bist ins Bett gegangen. Das sollte sie ihren Eltern sagen.
Sag auch nur ein Wort und ich erstech dich im Schlaf. In dem Moment hörte sie das Garagentor und wusste, dass ihre Eltern gleich da waren. Robbie warf ihr noch einen letzten unheimlichen Blick zu, bevor er von ihr abließ und verschwand Richtung Treppe. Er war gefährlich und könnte auch bewaffnet sein. Ihr kam aber eine Idee, als sie den Block ihrer Schwester am Boden sah. Sie schrieb auf ein Blatt, dass Robbie im Zimmer der Schwester war und sie angegriffen hat. Sie müssen aus dem Haus und die Polizei rufen. Sie eilte nach unten zur Tür und drückte ihrer Mutter das Blatt Papier in die Hand. Als sie diese Nachricht las, wurde sie blass im Gesicht und zeigte diesem auch ihren Mann. Der ist daraufhin komplett ausgerastet, war wütend, hat gesagt, wo ist der Typ? Ich kümmere mich selber darum. Bevor ihr Vater zum Keller ging, konnte Julia und ihre Mutter den Vater stoppen und davon überzeugen, das Haus zu verlassen und zu den Nachbarn zu gehen. Dort informierten sie die Polizei und die Beamten fanden Robbie einige Zeit später in der Nähe eines Kinderspielplatzes. Der Keller, in dem Robbie lebte, wurde daraufhin auch kontrolliert und dort erwartete sie der Horror. Überall an den Wänden hingen Bilder von ihr und den Schwestern, nachts in ihren Betten. Robbie landete schließlich im Gefängnis und der Keller wurde daraufhin nie wieder vermietet. Uff. Das war wieder verstörend. Freunde, schreibt mir gerne jetzt in die Kommentare, ob euch dieses Format gefällt, ob wir noch mehr solcher Themen behandeln sollen. Ist halt teilweise Real Crime. Hatten wir auf dem Kanal noch nicht so oft, deswegen schreibt mir gerne, ob ihr das fühlt, ob wir das weitermachen sollen. Ansonsten, Freunde, passt auf euch auf. Die Welt ist am Arsch. Passt auf euch auf. Ich hab euch lieb, geht nach Hause, geht schlafen, aber passt auf euch auf. Alles am Arsch, Freunde.